Vinnie Pappalardo war der Chef der größten Gang in Lego City. Und jetzt wollte er mich sehen. Seine Eisdiele war ein Treffpunkt für Ganoven aller Art. Da wären zum Beispiel Tony One Time, der alles immer nur einmal sagt. Hey! Pauly Blindfolds? Nein, sag ihm, wir können uns heute nicht sehen. Lucky Pete? Freut mich! Hey! Hey! Hey, guck mal, hier ist ein Glückspenny! Die Crayfish-Zwillinge? Sorry, falscher Tisch! Und Mikey Spoilers. Hör mal! Wenn du im Weltraumzentrum einen Planeten von der Decke haust, findest du einen geheimen Gegenstand. Wie? Was ist komisch dabei? Glaubst du, ich bin zu deiner Belustigung hier? Wie komisch? Entschuldige, Boss. Ich Dann raus jetzt, nur, du kleine Laster ab! Hey, du musst Chess sein. Was du für meinen Cousin getan hast, vergesse ich dir niemals. Entschuldige den Aufzug. Mein Kleiner hat Geburtstag. Sollte eine nette Überraschung sein. Weißt ja, wie das ist. Die Dinger, die du mir besorgt hast, standen schon lange weit oben auf meiner Liste. Man nennt sie Farbwaffen. Und die nicht ganz so ehrenwerte Gesellschaft kann sicher was damit anfangen. Weißt schon, unsere Leute. Also, ich brauche jemanden, der so ein Ding mal richtig auf Herz und Nieren prüft und ganz nebenbei den Riesensmaragd aus der Lego City Bank im Zentrum klaut. Hättest du Lust, es mal auszuprobieren? Tja... Wenn ich schon mal hier bin? Genau. Und keine Sorge, ich lese die Anleitung und klingel dann durch, um zu erklären, wie das Ding funktioniert. Viel Glück, Jesse. Ja, und damit zurück zu einer neuen Folge von Lego City Undercover. Ja, mal schauen, was wir hier jetzt treiben müssen. Haben wir nur die Farbwaffe gekriegt? Oder was? Oder wie? Bin schon heute wieder Urlaubszeit. Fühl mich ausgepowert. Hoffentlich krieg ich eine Lutscher. Ich muss einkaufen gehen. Das hätte ich nicht essen. Ich hab bald was Neues für dich, Ellie. Werde wohl einen Banktresor knacken. Oh, welchen? Den in der Lego City Bank im Zentrum. Kein Problem. Benötigst du dabei Hilfe? Klar. Okay, gut. Auf dem Platz gegenüber der Bank wäre ein Eingang zum Abwasserkanal. Wow, Momentchen mal. Der Kanal? Wie wär's mit dem Haupteingang? Du willst zum Tresor? Der einzige Zugang ist durch die Lüftungsklappe über dem Raum. Und dahin kommst du nur durch den Kanal. Hattest du etwa einen roten Teppich erwartet? Ja, schon klar. Danke, Ellie. Ich dachte, ich hätte die Farbpistole gekriegt. Oder brauche ich da... Ach, den. Okay. Kann ich hier was einfärben? Nee, ne? Ach, da gibt es verschiedene Farben. Okay, woran sehe ich das? Oh, ich da was einfärben muss? Also hier glaube ich weniger. Das wäre ja so cool. Ja, damit. Sorry, das ist ein Notfall. Dann fangen wir doch mal zur Bank.
Da ist was zum Einfärben. Aber das muss die richtige Farbe sein, oder? Wahrscheinlich rot. Okay. Da oben ist noch was. Fühle mich krank. Müssen das Ganze schließlich mal ein bisschen ausprobieren. Da gibt's auch die Ruhe. Da ist doch rot, oder? Tatsächlich. Die müssen rot sein. Gibt es da noch mehr? Das muss rot sein, ne? Das Gelb, das haben wir auch schon mal gehabt. Ist da drüben. Aber trotzdem ziemlich lange Laufwege dann immer. Und eins muss blau sein. Da müsste man blaue Farbe dann erfinden. Was ist denn das bitte für eine Diät bei der Schokolade? Nee, das ist braun, was ich hier habe. Beides nicht richtig. Sauerei. Da wäre ein Hotel von Zelle. Weg da. Die machen wir auf jeden Fall noch mit. Ich komme da irgendwie rauf. Hey. Wieso habe ich jetzt gelb? Kann ich das selber wechseln? Ich habe doch oben jetzt... Ach, der speichert die Farbe ein, die wo man. Was für ein Tag. Dafür habe ich blau gefunden. Ich habe ein gutes Gefühl. Moment, hätte ich Geld nicht gebraucht? Was ist das verwandt hier? So, jetzt habe ich doch gelb. Ich bin so satt.
Okay. Ich glaube, die rote Farbe habe ich da unten eintauscht. Nee, da habe ich doch wieder gelb. Nein. Verstehe ich nicht. Es geht mir gut. Au! Jetzt habe ich wieder braun. Ich habe doch da die rote Farbe her, oder? Verstehe ich null. Okay. Was soll's? Gehen wir mal weiter. Bin falsch gelaufen. Ich muss da runter. Okay. Halt, halt, halt. Polizeiangelegenheit. Ist das die Bank? Hoffentlich krieg ich den Job. Jetzt warten wir, bevor wir da ranhüpfen. Haben wir nicht gelb? Das war seltsam. Ist doch gelb, oder? Oder muss das Gold sein? Ich komme mit den Farben noch nicht so ganz klar, wie das da funktionieren soll. Das war seltsam. Ja, das sag ich auch. Aha, okay. Dann da drüben auch, oder? Oder auch nicht. Typisch. Okay. Abmarsch. Der Sache hier muss ich sehr, sehr lange duschen. Okay, da fällt mir aber noch was ein, weil ich musste das Spiel neu laden. Weil es mir abgestürzt ist. Das heißt, wir müssen die Stats wieder einschalten. Hey, Chase. Bist du in der Bank? Ich bin in einem Kanal. Bist du falsch abgebogen? Ah, ich zieh dich nur auf. Ich habe die Bedienungsanleitung für die Farbwaffe gelesen. Und? Ja, erstmal musst du sie an einem Farbwechsler auffüllen. Spitze. Allerdings sehe ich hier im Kanal gerade keinen. Entspann dich. Irgendwas sagt mir, dass da unten irgendwo einer ist. Hä? Was denn jetzt? Ach, draufbleiben. Das ist ein Schlüssel. Oder ist Wasser?
So, das sammeln wir auf jeden Fall wieder. Ah, da brauchen wir einen Schlüssel, okay. Alles klar. Komme ich da rein, ohne drauf zu gehen? Hoffentlich bekommt die Polizeistation Prozente bei einer Reinigung. Kriegst du einen Schlüssel? Ich will gar nicht wissen, wie dieser Schlüssel in die Kanalisation kommt. Geh mich mal noch auf und dann schauen wir nochmal runter. Dafür wüsste ich gerne, wieso er in dieses Schloss passt. Puh, warum habe ich nur nie Rückenschwimmen gelernt? Okay, das kann ich nicht machen. Alles klar. Aber hier ist noch ein blauer. Und da hinten auch. Ich habe mal vergessen. Diese rote Schaltfläche sieht wirklich wichtig aus. Okay. Diesen Rohren müffelt es ja erbärmlich. Da müssen wir uns etwas einfallen lassen. Da kann ich nichts tun. Schauen. Da komme ich aber nicht hoch. So ein Mist. Ist der Gegner? Okay, ich muss mir oben was einfallen lassen, oder unten habe ich jetzt nichts gefunden. Okay, drüber geht. Das hier? Das ist dann wohl ein Farbwechsler. Okay, jetzt habe ich Lilla. Im Moment ist da was Grünes in der Waffe. Sehr gut. Wenn du rot leuchtende elektrische Felder siehst, schieß mit der Farbwaffe auf sie, um sie zu aktivieren. Hab eins halt über einer Schranke gesehen. Ich bin ganz heiß auf diesen Riesensmaragd. Er soll ja so groß sein wie ein Kopf. Gehörte wohl so einer königlichen Tante, die ihn dann verhökert hat, weil er zu schwer für eine Brosche war. Ich melde mich wieder. Habe ich schon geschnallt jetzt. Okay. Das heißt, der Farbwechsler wechselt immer die aktuelle Farbe mit der neuen, die wo drin ist. Also ich kann jetzt hier grün mit lila wechseln. Ich dachte erst, das vermischt. Das wollte ich so nicht. Das war jetzt doof. Aber wenn ich hier unten schon mal bin, nehme ich die gerade auch noch mit.
könnte man noch den Lilla holen. Der wäre natürlich nicht schlecht, aber das wird schwer. Mist. Okay, lass mal das. Da könnte ich ewig wahrscheinlich rumfummeln. Da brennt auch nur Feuer, ne? Und da ist auch nochmal Rohr. Aber ich kann ja kein Feuer löschen. Muss bestimmt Feuerwehrmann werden. Ich hab was gefunden. Halt die Augen nach roten Farbwechslern auf. Alles klar. Rote Farbwechsler. Wow, dieser Smaragd. Er soll der reinste Smaragd der Welt sein. Nicht so ein plumper Klumpen wie die Dinger, die sie aus der Bluebell-Mine bergen. Die sind zwar auch wertvoll, aber kein Vergleich. Wow. Du weh, ja? Was? Müssen wir bloß rausfinden, welche Farbe, ne? Aber da wir vermutlich eh noch alle Fähigkeiten können, wird es ein bisschen schwer. Also haben die mich da unterbrochen mit dem Scheiß, ja? Was ist das? Dynamit. Oh, habe ich gar nicht gesehen, dass das da ist. Sehr schön. Ich soll mir die Bunde noch schnell holen, bevor die hier weg sind. Ich hab's halt fertig gebaut, oder? Was zum... Wer versucht denn da eine Luftmatratze runterzuspülen? Darüber muss ich vermutlich. Aber warte mal, wir haben auf der anderen Seite vielleicht hier auch noch ein bisschen was. Okay, verstehe schon. Gibt's nichts mehr. Ehrlich, wie funktioniert das? Ach so. Wie beim Auto. Ah, da drin ist was. So ein kalter. Ich gehe da runter. Bus. Okay, da muss ich auf jeden Fall mit der Luftmatratze drüber. Kann ich nicht. Da muss ich stark sein. Das geht ja mit denen auch nicht, ne? Oh. Kann noch rutschen, okay. Was ist das hier? Glo? Nee, Quatsch. Ventilrad. Vielleicht mal wieder eine Ente.
Okay. Moment. Ach, das ist ja schon grün. Also ich denke mal, Gärtner wird man noch und auf jeden Fall Feuerwehrmann. Was haben wir hier? Also Tap. Hab den Farbwechsler gefunden. Nachdem du die Waffe mit roter Farbe gefüllt hast, kannst du durch das Beschießen grüner Felder elektrische Anlagen ausschalten. Weißt du, das hier erinnert mich ein bisschen an die Zeit, als ich noch Brüche machte. Nur riskiere ich diesmal nicht direkt meinen Hals. Ich lese jetzt mal weiter. Lass mich raten, mit der roten Farbe kann ich jetzt den da ausschalten. Okay. Sieht ja vernünftig aus jetzt. Den nehmen wir noch mit. Ich will bloß... Da ist doch auch noch was. Wo war denn die Indie? Ich will mal die Indie ausprobieren, ob die... Da ist er. War auch nicht die richtige Farbe, also von daher egal. Und sagt mir da jeder, warum hast du die Eddie nicht ausprobiert? So, 100% kriegen wir auch, weil... Da ist die andere Ende. Also alle drei Enden hätte ich gefunden, aber die richtige Farbe aber nicht. 100% Hammer. Das finde ich schön. Oh. Ich kann es regelrecht spüren. Der Riesensmaragd ist schon in der Nähe und macht mich bald steinreich. Hast du schon einen Hehler an der Hand? Nicht nötig. Das ist ein Auftragsbruch für einen Privatkäufer, der das Ding unbedingt will. Bau jetzt also ja keinen Mist. Der Letzte, der Mist gebaut hat. Ach, es war eine große Schande. Was ist passiert? Konnte ihn leider nicht mehr beschäftigen. Also haben wir ihn zu den Fischen geschickt. Bitte? Ja, er arbeitet jetzt als Wächter im Aquarium. Also bis später. Na? Ich glaube, ich hätte es da hinschieben müssen. Geh mal weg. Da ist aber richtig. Das kriege ich vermutlich da unten nicht. Da muss ich erst irgendwie lernen, das Ding da aufzumachen. Da bräuchte ich Dinner mit. Ich weiß gar nicht, wo er es herkriegt. Da ist ja nichts. Ach, da oben ist das Dinner mit. Ja, ist ja klar. Und zack. Natürlich, das reicht noch nicht, dass man das Ding springt. Ich bin besser schnell den Smaragd und verdufte dann von hier, sonst erwischen sie mich noch. Hey, Chase! Hier steht, dass die Waffe noch ganz andere Sachen kann. Mit ihr kann man auch Dinge versilbern. Und wieso mache ich mir dann die Arbeit, eine Bank auszurauben? Kein richtiges Silber, Mann! Aber es reicht, um Oberflächen glänzen und spiegeln zu lassen. Eignet sich gut gegen Laserstrahlen, kapisch? Lass mich raten. Ja, das könnte hier ganz hilfreich sein. Gut, füll sie mit silberner Farbe, wenn du einen Wechsler findest. Und halt Ausschau nach dem Riesensmaragd, okay? Meld dich, wenn du da raus bist.
Oh, ich glaube, hier haben wir Glanzrätsel. Was? Keine Ahnung, was das jetzt war. Da drin war der Smaragd nicht. Okay. Da drin auch nicht. Habe ich das jetzt versilbert? Ich weiß es nicht. Das kann ich doch bestimmt wieder öffnen hier, oder? Ja. Ach Leute, man könnte fast glauben, die wollen nicht, dass jemand den Smaragd mitgehen lässt. Irgendwie ist da ein Laser oder sowas, ich weiß es nicht. Also warte mal, kann ich das Ding nochmal abstellen? Da ist doch der letzte. Was? Achso. Okay, wo musst du hin? Ich habe das Gefühl, das ist das Silber. Nee, das ist blau. Lass mich raten, da brauche ich grün. Was ist das hier? Was da alles rein, was denn interessant war? Da kriegen wir grün, okay. Da haben wir drei Räder. Wo kommen die hin? Ach, hier. Ich muss das da stoppen, vermutlich nach den Farben. Okay. Da ist er doch. Die Musik dazu. Ja. Natürlich. Das nenne ich einen Edelstein. Wer auch immer du bist, du brichst das Gesetz. Ich denke, das wissen die schon viel. Das war's dann wohl mit unentdeckt bleiben. Was zum Kuckuck? Was wird das denn jetzt? Also, das entbehrt ja jeder Würde. So, hab dich. Oh, das geht noch weiter. So, ist er weg. Was, du willst mich ärgern oder was? Du hast doch nichts drauf, Alter. Okay, was kann man hier machen?
Ach, falsche Figur, okay. Ich will da nicht links haben. Aber ist okay. Hä? Jetzt bauen wir es wieder auf. Hm, eine Zahl. Vielleicht Teil einer Kombination? Ach nee, du. Grüne 7, blaue 3. Jetzt kommt man vor wie bei Indiana Jones. Was hast du gesagt? Grün ist 7, ne? Oh, das muss ich ja noch stoppen. Hier. Naja, fast. Blau ist 3. Und rot weiß ich noch nicht. Ist ja nur fair, dass ich der Bank auch mal einen Gefallen tue. Nee, warte mal, da ist was zum Reinigen, oder? Eins von fünf schauen. Da müssen wir bloß die anderen noch finden. Was habe ich jetzt hier? Für was? Für den Superbau brauche ich viele Steine. 30.000? Die haben wir noch nicht. Da ist noch was zum Reinigen. Da drüben auch. Das Zeug habe ich wegmachen hier. Okay, komm mal her. Was auch immer das bringt. Er gibt sich auf jeden Fall Mühe. Da habe ich nur eins gesehen. Da sehe ich was zum Springen. Da. Ja. Okay, das war bloß ein Abzeichen. Aber ich habe gerade was anderes festgestellt. Ich glaube, ich weiß, wo die Speere hinkommen. Da fällt auch noch einer. Das kann ich natürlich nicht machen. Die Fähigkeit beherrsche nicht. Da komme ich nicht drüber. Ne? Aber irgendwas zum Springen brauchen wir. Und da komme ich nicht rein. Was ist das? Da komme ich nicht hoch, ne? Von hier aus auch nicht? Doch. Bloß Kohle. Okay. Oh, da gibt es auch noch einen zweiten Stock oben, ne? Wenn ich das richtig sehe. Da drin gibt es alles Mögliche. Rot X. Kann das sein? Alles klar.
Superpower reicht. Ich sehe das bloß so schlicht. Das ist... Nee. Ich brauche den damit. Da auf der anderen Seite gibt es ja auch noch was, ne? Da komme ich aber noch nicht rein. Jetzt machen wir mal Spaß. Oh, shit. Jetzt hat mich gerade überrollt. Weg. Was gibt's denn hier? Da gibt's noch Steine. Das sind ja doch schon mal sehr gut. Und hier gibt's nichts mehr. Okay, und die Tür hier ist mal Fluchttür, oder? So, jetzt machen wir spannend so bauen. Oh, cool. Wow, ein Schneepflug mit Raketenantrieb. Interessant. Entschuldige. Der Dienstag war für mich reserviert. Aber hört jemand auf mich? Nein. Und sowas nennt sich dann organisiertes Verbrechen. Haben wir die Lego City Bank abgeschlossen. Ist doch eine feine Sache. Und wir haben einen roten Stein. Oh, Stats mal 4. Auch nicht übel. Und natürlich haben wir eine neue Fähigkeit. Wir können jetzt einfärben. Geschichte setzen wir natürlich fort. Müssen wir wohin damit? Ich hab den Smaragd. Gute Arbeit, Chasey. Ich schick dir dann den Ort zur Übergabe. Und wenn ich mal wieder was für dich habe, melde ich mich. Danke, Vinny. Ja, natürlich ist die Polizei hinter mir her, aber ich kann ja euch aus dem Weg räumen. Da wäre ein Bau. Keine Zeit dafür. Natürlich nicht das Schnellste, oder? Entschuldigung, mein Fehler. Oh, es geht nach Zeit. Kann ich euch wegräumen? Knappe Sache. Weg da! Verpiss dich! Verpiss dich! Was ist da vorne los? Hau ab! Oh! Warte mal, ich helfe euch! Hau doch jetzt endlich mal ab! Stimmt, ich habe Raketen auch noch, ne? Hilft bloß nicht viel. Weg da! Was bist denn du? Colt Sievers? Oh, was geht jetzt da?
Ah, ich habe bloß noch 3 Hatzle. Sind aber ziemlich aggressiv hinter mir her. Sekunden noch. Bitte sehr, ein wahnwitzig großer Smaragd. Wie bestellt. Gern geschehen. Nicht schlecht für meinen ersten Bankraub. Ersten und einzigen Bankraub, wollte ich sagen. Lass dich nicht vom Glanz und von den Vorzügen dieses Lebensstils blenden, Chase. McCain! Chief? Bisher darf die Polizei für einen teuren Sportwagen, einen Gefangenentransporter und einen LKW voll mit Elektronik aufkommen. Sonst noch was? Der Riesensmaragd? Wie bitte? Das Ding ist mehrere hunderttausend wert. Wir gehen noch pleite. Warum hast du das getan? Um in Vinny Papalados Gang zu kommen. Chan hat für ihn gearbeitet. Du bist in Papalados Gang? Den versuchen wir schon seit Jahren was anzuhängen. Chan ist also nicht mehr wichtig. Okay, ich habe einen Auftrag für dich. Du besorgst mir Beweise gegen die wichtigsten Leute aus Chans Gang in Form von Fotos. Danach buchten wir sie alle ein und mit ein bisschen Glück singt einer und liefert uns so Chan. Dafür brauche ich erstmal eine Kamera. Auf eigene Rechnung. Oder nimm die Kommunikatorkamera. Wenn du Schwierigkeiten mit dem Ding hast, ruf Officer Phillips an. Hey Ellie, der Chief sagte, dass du mir mit der Kamera des Kommunikators helfen würdest. Wusste nicht mal, dass das Ding eine hat? Komisch. Ich leite mal die Ferndiagnose ein. Okay, das war's. Deiner läuft mit alter Software. Ich aktualisiere sie mal. So, jetzt läuft's. Und als Bonus gab's noch ein paar neue Klingeltöne. Siehst du? Danke. Ich brauche Beweise gegen die wichtigsten Leute aus Chans Gang. Ganz einfach. Such dir eine gute Stelle zum Beobachten und folge dann den Anweisungen auf der Kamera. Idiotensicher. Na, ich weiß ja nicht. Ich hatte am Ende nur Fotos von meinem Gesicht. Aber nicht Frank sicher. Ja, aber ich würde mal sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Die wird's aufregend genug. Da haben wir jetzt einen Banküberfall hinter uns. Dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Entschuldigung, ist dir zufälligerweise ein Held gefragt? Red Fury ist ausgebrochen und treibt sich in Lego City herum. Er muss sofort wieder eingebuchtet werden. Ich verrate dir kein Wort. Ich weiß, wie wir ihn zum Reden bringen. Hier kommt das Flugzeug. Miau. Na gut, was wollt ihr hören? Chase? Chase! Chase! Chase McCain!